Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Ein schlimmeres Malheur konnte verhindert werden. Und wir machen jetzt weiter und gehen entspannt dem nächsten Relais nach, das sich da oben auf dem Hügel befindet. Aber das sollte mit unserem Nomad ja kein Problem sein. Wir klimmen noch so hohe Berge. Spielen. Okay, spielend ist zu viel gesagt. Na komm schon, ich will da hoch. Okay, spielend ist vielleicht zu viel gesagt, aber warte, wir schaffen das. Mit ein bisschen Anlauf kriegen wir das hin. Nochmal. Okay, oder auch nicht. Oh, scheiße. Oh, nicht wieder zurück in den Tunnel. Es sind doch nur 100 Meter. Komm schon, wir müssen es schaffen. Wir versuchen mal da außen rum zu fahren. Vielleicht geht das. Hier lang und dann so seitlich angreifen. Wenn ihr seitliches angreifen wird auch nichts. Oh oh. Okay, wie kommen wir denn da anders hin? Es befindet sich oben. Wir haben keinen Wegpunkt nach oben. Nope, das muss irgendwie so gehen. Nützt nichts. Ja, lass mich überlegen. Ich versuche jetzt nochmal da hochzukommen. So gut es geht. Kommen wir ja gar nicht hoch. Das ist ja fürchterlich. Ich bin ja gerade eben bis zu diesem ersten Zwischending gekommen. Das muss ich jetzt nochmal versuchen. Wenn wir das schaffen, dann könnte ich aussteigen und den Rest versuchen mit dem Jetpack zu machen. Na los, gib alles. Gib Gas! Jawohl, und den Rest machen wir mit dem Jetpack. Geilo. Nicht abstürzen. Ja, Ryder, so lobe ich mir das. Meine Herren, das war ja anstrengend. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Irgendwie haben wir es geschafft. Boah. So, da sieht das auch nach Cat-Aktivitäten aus. Das ist über Cat. Leider feindliche. Ich dachte, wir wären Freunde. Wo sind wir nicht? Mal sehen, wo dieser Sender uns hinführt. Kann ich da reingehen? Nö. Ist das das Ding? Wo ist denn der zweite Sender? Das soll hier irgendwo in der Nähe sein. Dieses Ding. Da ist dann der Sender, ne? Oh, doch nicht, da. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Danke dir, Sam. Der befindet sich da hinten. Schnellster Weg dahin. Ich würde sagen, von hier aus ein bisschen ballern oder was? Let's go. Einfach mal machen. Habe ich noch Kaffee? Ja, wunderbar. Jetzt, wo die Blase wieder frei ist, ne? Können wir direkt nachlegen. So. Gib mir mal den hier. Sind das Cat oder sind das Kollegen von uns? Dass hier immer noch so viel Cat-Aktivität ist. Sehr bedauerlich. Auf zum dritten Relais. Sollen wir uns das ansehen? Nein! Ich mag es, über Dünen zu springen und mit allen sechs Rädern in der Luft zu sein. Ja, da bist du bei mir genau richtig. Das Schwarzfeld-Signal kommt und geht. Sie haben zwar das Wetter hingekriegt, aber einen klaren Empfang würde ich das nicht nennen. EOS ist immer noch Grenzgebiet. Erobert, aber nicht gezählt. Irgendwo ist noch einer. Da. Sieht aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält.
Ja, schauen wir mal. Der nächste Sender. Gut, dann schauen wir doch mal. Ups. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Danke, Sam. Ich frage mich, wie viele Sender betrifft es noch? Verstehst du, Sam? Wie weit? Gute Stücke, da können wir doch auch wieder schnell reisen. Ich weiß, ich baller ja gerne, aber komm. Da reisen wir eben schnell hin. Und erledigen, was zu erledigen ist. Ich hoffe, es ist der letzte. Versuch mal von hinten anzugreifen. Nein, erinnert ihr euch noch hier ran? Ist auch schon ein bisschen her. Oh. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Bin dir weit voraus, Sam. Mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Danke, Sam. Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung, Pathfinder. Dann sind wir wohl am Ziel. Ja. War's das? Ich glaube ja. Gut. Rein ins Gebäude. Erstmal noch Munition auffüllen. Na, wobei in dem Gebäude ist bestimmt auch Munition. So, alles nehmen. Und rein da. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbstsüchtig horten. Nachrichten vom Band? Eine Predigt, um die Cap zu inspirieren? Könnte sein. Noch was? Hier ist noch ein Audiolog. Der Archon dient nicht den Interessen der Cat, sondern nur seinen eigenen. Er vergeudet unsere Zeit mit den Relikten, behält aber jegliches Wissen für sich. Das ist das Verhalten eines Verräters, nicht das eines wahren Cat. Das sind offensichtlich die Widerständler. Soll ich irgendwas scannen? Nee, ne? Geht nur um die Audiologs. Hier ist noch eins. Der Archon denkt, Meridian würde ihm Macht verleihen. Es würde ihn zum Meister der Relikte machen. Zu ihrem einzigen Meister. Doch worauf wird der Blick des Verräters fallen, wenn sich Helios unterwirft? Denkt nach. Begreift. Unsere Heimat ist in Gefahr. So, dann aktivieren wir mal diese Konsole hier, nicht wahr? Oh. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. So viel Arbeit und mehr kriegen wir nicht? Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit ihrer Entschlossenheit können die Cat diese Galaxie beherrschen. Das lasse ich nicht zu. Nicht in meiner Schicht, Arschloch. Dieses Getue hilft niemandem. Unsere Konfrontation ist unvermeidlich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Chaos hört sich gut an. Sie wollen meine Hilfe? Und ich nehme an, dafür wollen Sie meine Hilfe. Ich bin ein Cat. Ich brauche keine Hilfe. Ich würde sie als Werkzeug einsetzen, um die Vernichtung des Archon zu beschleunigen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen ihnen und ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg der Angara. Ein
Eines Tages werden Sie zur Familie gehören. Bis dahin können Sie ruhig kämpfen, falls Sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit Sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Man kann den Cap nicht trauen. Denken Sie nach, Ryder. Warum hassen Sie den Archon? Was haben Sie gegen den Archon? Der Archon sagt, er würde Meridian benutzen, um diesen Cluster zu beherrschen. Er sagt, Meridian würde uns den Sieg bringen. Aber wir haben nie Relikte gebraucht, um siegreich zu sein. Nein, er will mehr. Seine Ziele sind offensichtlich. Und das sehe nicht nur ich so. Wie lautet Ihr Angebot genau? Was genau bringt mir diese Vereinbarung? Schon bald wird der Archon mir befehlen, Sie zu vernichten. Wenn es soweit ist, werde ich es Ihnen ermöglichen, mein Schiff außer Gefecht zu setzen. Sie könnten mich auch einfach in Ruhe lassen. Und sollte es Ihnen nicht gelingen, den Archon zu beseitigen, tritt mein Verrat zutage. Sie machen mich krank. Kein Deal. Wir paktieren nicht mit Cat. Niemals. Wie Sie meinen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Nachrichten zu verfolgen. Denn mehr ist für Sie nicht mehr drin. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben. Tschüss. Das habe ich doch gerne abgelehnt. Ich mache euch einfach platt. Das ist mir viel lieber. Gut, Leute. Damit wären wir damit auch fertig. Jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Sehen wir hier noch was Questmäßiges. Mit Cora nach Eos reisen. Ekos, Alter. Nach Eos reisen. Na, dann mal los. Gut, dann Schnellreise hierhin und von da aus gehen wir am besten dahin. Dann schauen wir doch mal, was Cora noch zu erzählen hat. Und dann haben wir eine Menge Nebenquests schon wieder abgeschlossen. Bin sehr zufrieden. Dann müssen wir noch nach Aya. Schwieriger Start. Es ist bewundernswert, dass Sie es weiter versucht haben. Immer. Wir sind ziemlich zäh. Wir geben selten auf eigentlich. Also muss man sagen, wir geben wirklich sehr spät erst auf. Und das ist auch gut so. Das macht uns aus. Das macht uns stark. Das macht uns hart. Uah. Upsala. So, was ist denn hier los? Gehen wir ans Wasser und gucken uns ein bisschen die Natur an. Irgendwie wirkt diese Welt. Ja? Cora wollte mir ein Projekt zeigen, an dem sie gearbeitet hat. Schade, dass sie nicht da ist. Oh lol, verarsch mich doch jetzt nicht, oder was? Die ganze Zeit musste ich die Leute nie mitnehmen und jetzt plötzlich... Ja, schade, dass Cora nicht dabei ist, Mann. Warum hast du sie denn nicht mitgenommen? Bei allen anderen Quests war das immer so, dass man irgendwo dediziert hingegangen ist und dann ging das los oder die Person wartet dort, aber jetzt plötzlich... Hier sollte ein Denkmal oder Monument errichtet werden, sobald Zeit... Okay, wo ist denn hier die Ausstattung? Da, gib her. Ups, das war nicht richtig. Da wollte ich hin. Dann nehmen wir mal Cora mit, nicht wahr? Ich hab's noch geahnt. Warum hab's nicht einfach gemacht? Warum höre ich nicht auf mich? Fuchs, hör doch auf dich selber, ja? Dann wird auch alles einfacher. So, dann nehmen wir jetzt Cora mit und dann fahren wir da halt nochmal hin. Die Strecke war ja landschaftlich ganz schön. Ne? Hier so unter diesem kleinen Tunnel da durch. Dann ein bisschen über den Müll crossen. Erst hier durch das Ding, dann hier so querfeldein. Einfach mal rüber crossen. Das war doch ganz, ganz cute eigentlich so. Whoa! Im Müll landen, was ich diesmal viel besser gemacht habe. Cool. Oder wie wir coolen Kids sagen, cool mit... K-E-W-L geschrieben. Cool. Oh, aussteigen. Moin. Sind Sie bereit für das, was ich Ihnen zu zeigen habe? Ja, gerne. Dann mal los. Also, wo ist Ihr Geheimprojekt? Baden. Geduld. Wir gehen baden. Wir gehen baden, ein Leute. Ein Erdreichwandler. Kein Relikt-Terraformer. Aber er verwandelt Sand in fruchtbaren Boden. Oh, irgendwann. Ich dachte, wir gehen mit ein paar Samen und Regen wird es ein Garten. Das war Ihr Traum? Richtig. Sie wollten ja einen eigenen Garten. Es wird dauern. Vielleicht länger, als ich lebe. Aber das macht nichts. Asari denken in Jahrhunderten. Man legt den Grundstein und tritt dann beiseite. Vielleicht entsteht etwas, das man nie erwartet hätte. Die Pathfinder-Ausbildung war mein Grundstein. Sie hat mir eine Galaxie voller Möglichkeiten eröffnet. Ich brauche niemandes Plan. Nur einen guten Anfang. Die ersten Samen eines Gartens. Angelegt mit meinem Freund.
Was für Samen haben Sie denn hier? Was pflanzen wir an? Tomaten. Wüstenblumen und Kreise aus der Milchstraße. In Farben, für die wir nicht mal Namen haben. Und wenn der Boden soweit ist, Rosen. Eines Tages. Bereit? Eins, zwei. Schön die Scheiße in die Augen gekriegt, ihr seid echt clever, Leute. Was sind eure Missionen? Okay, aber es war trotzdem ganz cute irgendwie. Hat sie sich ihren Traum erfüllt? Jetzt latschen wir noch eben durch. Jo, haben wir das auch gemacht. Da sind noch ein paar von diesen dicken Käfern da. Wo ist der letzte Käfer? Wo ist er? Na, dann bleibst du halt am Leben. Hast du nochmal Glück gehabt? So, ist hier noch irgendwas los? Ich glaube nicht. Schau nochmal aufs Journal, Logbuch. Helois Aufgaben. Volt. Was haben wir denn da? Reformation. Mit einem Ruhmsucher reden. Achso, ja, das hatten wir noch. Tempest. Filmabend, der richtige Aufbau. Komponenten vom Markt von Aya beschaffen. Okay. Verbündete und Beziehung. Vetra Nyx, ein Augenblick auf dem Planeten. Mit Vetra zu den Schwefelquellen auf Kadara reisen. Und mit Jarl geht's nach Haval. Na, dann gehen wir jetzt erstmal nach Haval, würde ich sagen. Let's go. Exfiltrieren bitte. Und dann wandern wir weiter. Sind im Steigflug. Sind im Steigflug. Weiß ich doch. Wie immer. Immer wieder und wieder und wieder. Austritt erfolgt. Immer und immer wieder im Steigflug. Lobe ich mir doch. So. Warum ist es so ruhig? Alle Systeme im grünen Bereich. Das ist schön. Ja, dann fliegen wir doch direkt weiter, ne? Müssen wir gar keine Zeit verschwenden. Direkt weiter. Auf geht's nach Haval. Zack, zack, zack. Ah ja, die Reise nach Meridian. Hier müssen wir hin. Fliegen Sie schnell wie der Wind. So. Vielleicht gibt es hier ja auch mehrere Quests. Dann können wir gleich wieder mehrere auf einmal abarbeiten. Ich glaube aber nicht. Wir werden es gleich sehen. Zum Vorschein gekommen. Ach ja, das wird niemals was passieren. Das ist diese Sammelquest, wo es aber keine Questmarker auf der Karte gibt. Ich bin ja nicht bekloppt, ne? Also, irgendwo ist mir meine Lebenszeit dann auch zu kostbar. So, nehmen wir mal Vetra wieder mit. Komm. Die beiden sind auch immer ein super Dream Team. Let's go. Auf den Gemüseplaneten. Sie treten in die Atmosphäre ein. Landezone in Sicht. Jo. Ich weiß. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Auch das hier. Wieso kann man es nicht überspringen? Also ich finde es ja auch so ein, zwei Mal, es ist cool. Aber wir sehen das jetzt bestimmt schon zum 20. Mal. Jetzt mal ehrlich, ne? Was das auch an Zeit kostet. Wahnsinn. Jut, los geht's. Ich mag diesen Planeten. Du kommst ja an und immer schreit erstmal irgend so ein Tier. Ist immer Action hier. Mag ich. So, dann mal los. Was machen wir hier eigentlich? Irgendwie so eine Filmausrüstung holen, ne? War das hier? Oh nein. Ach, ich bin drunter. Jetzt krieg ich Kopfschmerzen. Ryder knapp mit seinem Kopf überall gegen. Bam, 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 wie so ein Flubby, ey. Oh nein! Das ist wieder eine Folge rum. Unfassbar. Ja gut, dann ist das so. Warum waren wir jetzt eigentlich nochmal hier? Ich muss jetzt mal gucken, was haben wir jetzt für eine Quest angemacht? Jar nach Haval begleiten. Ach, seine Mutter, genau. Die Mutter lernen wir kennen. Na, da bin ich mal gespannt. Meine Lieben, dann machen wir jetzt erstmal einen klargebütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.